Ich erzähle euch mal eine wahre, berührende Geschichte. Der Wunsch eines Vaters, der Vater selber, selbstständiger Zahnarzt, war früher auch bei der Kammer, eine führende Person bei der Ärztekammer. Und dieser Zahnarzt ist zu mir gekommen, zu einer Zeit, schon länger her, über 30 Jahre, 35 Jahre, aber es ist total wichtig, dass ich das mal erzähle, wie man heutzutage immer mehr solch eine Behandlung durchführt, eine komplexe Behandlung. Ich gehe da gleich ganz gesondert drauf ein. Also dieser sogenannte Zahnarzt kam zu mir über Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir hatten natürlich auch sehr viele Patienten von weit her und das sprach sich schnell rum. Da werde ich auch noch drauf eingehen. Ich möchte nur nicht so als Wunderheiler gelten, weil ich bin immer gerne in der Realität. Auf jeden Fall ist so, dieser Zahnarzt hatte Schulterschmerzen und er konnte mit der Schulter, der konnte nicht filigran arbeiten, schon gar nicht Zähne ziehen. Der war in höchster Not, war auch in Behandlung, seine Bekannten und Freunde, das waren selber niedergelassene Orthopäden und die haben gespritzt und gemacht, aber die Schulter wurde und wurde nicht besser. Jetzt ist er zu mir gekommen und ich habe das Glück gehabt oder sagen wir mal, das richtige Händchen gehabt und habe die Schulter wieder so hinbekommen, dass er recht bald filigran arbeiten konnte, konnte die Schulter auch wieder heben. Also was der damals hatte, war auch eine Supraspinatus-Problematik, ja, kann den Arm seitlich nicht heben. Und mit einer Schleimbeutelschwellung und einer Sehnenscheidenentzündung, die Supraspinatussehne, alles war entzündet. Damals hatte man noch nicht so schnell operiert, man hat das zum Glück konservativ immer gesehen. Heute operiert man solch eine Sache viel eher, nicht immer genial, ich würde immer erst konservativ behandeln und wenn da nichts geht, operativ. Auf jeden Fall, die Schulter klappte wieder und so im letzten Drittel der Behandlungsserie, sowas behandelt man ja nicht mit ein, zwei, drei Mal, das sind so in der Regel so 12 bis 18 Behandlungen, sind bei so einer chronischen Schultereinsteifung schon vonnöten. Es geht jetzt letztendlich gar nicht darum, wie ich die Schulter behandelt habe, es geht nur darum, dass dieser Vater, der Zahnarzt, mich dann mal darum gebeten hatte, ob ich nicht mal zu ihm nach Hause komme, er wollte mir den Garten zeigen, das Haus zeigen und auf ein Glas Wein. Und ich hatte mir gedacht, oh, machst du doch nicht so gerne, ich habe auch nicht so viel Zeit gehabt und habe mich dann überreden lassen, bin dann hin. Und dann hat er mir noch vorher gesagt, er wollte mit mir mal so zwei, drei Sachen besprechen. Jetzt wir zu Hause da bei dem Vater im Garten und dann hatten wir ein Glas Wein getrunken, ein bisschen erzählt, er hat mir alles gezeigt, aber dann kam er raus. Ja, er hätte einen Sohn, ich weiß nicht, wie alt er damals war, 12, 14 Jahre alt, und der hat eine Lähmung, der rechte Arm wäre gelähmt. Und ob ich mir den anschauen würde, der ist aber nicht hier, er würde dann speziell zu mir dann kommen, nach Hagen. Und lange Rede, kurzer Sinn, der Patient, der junge Patient kam mit seinem Vater, die Schulter war schon perfekt, er war total überglücklich und war eben halt motiviert, mir den Jungen anzuvertrauen. Auf jeden Fall war es so, dass er sagte, drei verschiedene Orthopäden hätten gemeint, da kann man bei dieser Lähmung nichts machen. Das war eine erbsche Lähmung. Und jetzt, der Junge war bei mir, ich untersuchte, ich nenne das so Statusbefund, Therapieplan, ja, wurde erstellt, guck mir das genau an. Und er musste sich dann ausziehen bis auf die Unterhose. Ich habe mir die Wirbelsäule angeschaut, ich habe mir genau die Statik angeschaut, die Gelenke im Seitenvergleich, die Hüften, die Wirbelsäule, die Knie, die Füße und natürlich den rechten Arm. Und der rechte Arm, der ging nicht in die Streckung richtig und er konnte auch nicht den Arm so anspannen. Nur so ein bisschen zucken. Und dann hing er da so seitlich. Und dann hat mich der Vater dann auch so gefragt, ob ich den wohl behandeln könne. Und dann habe ich gesagt, einen Moment mal. Ich habe mit dem Jungen dann gesprochen. Und der Junge, der ist darauf angesprungen, dass ich muskulös war. Damals schon, heute immer noch ein bisschen. Und er wollte immer Muskeln haben. Und dann hat er gehört, dass ich auch Gewichtheber war und Therapeut. Dann habe ich ihn gefragt, ob er mit mir Muskulatur aufbauen wolle. Ich würde ihm helfen. Und er war total Feuer und Flamme und den konnte ich also quasi dazu bringen, dass er in die Therapie kommt. Und das zweimal in der Woche. Und letztendlich,
war die Therapie sehr komplex. Ich habe also damals, es war das Ziel, die erbliche Lähmung, den Arm wieder irgendwie dahin zu bekommen, dass der ansatzweise ein bisschen besser funktionell einsatzfähig ist. Und ja, das ganze Entscheidende war dabei, dass der Junge mitgemacht hat und dass ich den begeistern konnte. Wie habe ich den behandelt? Ich habe den über die Meridiane behandelt, die man so kennt, also über die TCM, die Grundform. Dann konnte ich die Reflexe auslösen, ich habe die Durchblutung angeregt. Also nicht nur die Schulter alleine, den Arm alleine, sondern der ganze Organismus wurde aktiviert über die Meridiane. Dann habe ich eine Art Laserpunktur gemacht. Ich bin nicht mit Nadeln auf die Akupunkturpunkte gegangen, sondern mit einem Laser. Und der Laser ist ja analog der klassischen Nadelakupunktur eingesetzt worden, dadurch keine Spritzenphobie, keine Infektionsgefahr und es tut auch nicht so weh. Aber die Wirkung ist bei Kindern genial. Kann man sogar Säuglinge mit behandeln, mit einem Softlaser. Auf jeden Fall waren das die Meridiantherapie, die Akupunkturpunkte nur ohne Nadeln und mit ganz gezielter physikalischer Behandlung, mit ganz bestimmten Strömen, dass man Muskulatur wieder entfacht, aufbauen kann. Es gibt ganz viele Stromformen, möchte ich jetzt nicht aufzählen, aber es gibt nicht nur galvanische oder Hochvoltströme oder Wechselströme, es gibt auch medizinische spezielle Stromformen, um Lähmungen wieder, schlaffe Lähmungen wieder aufzubauen. So, da ist natürlich auch immer ein Zeitlimit, weil das Bindegewebe, wenn das nicht aktiv wird, die Muskulatur, die wird dann irgendwann zum Bindegewebe, also die Muskulatur atrophiert immer wieder weiter. Da der Junge damals in der Wachstumsphase war, konnten wir super Muskulatur aufbauen und dann nicht nur den Arm, um den es dann ging, sondern es geht auch darum, dass der ganze Körper trainiert wird und der ganze Körper, der unterstützt ja auch die Strukturen, die Gelenke und die Muskeln, die nicht richtig versorgt sind, über Synergieeffekte, über dass der ganze Körper aktiviert wird und muskulös aufgebaut wird. Dabei haben wir automatisch die Koordination geschult, wie er richtig sitzt und steht und wie die Muskulatur geht. Also die Füße wurden richtig trainiert, die Halswirbelsäule, die Schultern. Und das hat sich dann so entwickelt, wir haben dann auch mit Wärme behandelt, Strom, Krankengymnastik, manuelle Therapien, die sogenannte Meridiantherapie und natürlich auch die Tricks jetzt aus der Lasertechnik. Das zusammen mit Muskelaufbautraining, zweimal in der Woche haben wir, wie lange habe ich den behandelt? Ich glaube 6 Jahre. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Junge ist mit 19 Jahren zur Marine tauglich gekommen. Der konnte 10, 12 Klimmzüge machen mit beiden Armen. Der rechte Arm ist bis heute so weit, dass dieser junge Mann in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist. Der ist Zahnarzt und behandelt mit diesem Arm. Zähne, filigran, ist alles funktionell. Und 3 Orthopäden haben damals gesagt, da kann man nichts machen, das bleibt so. Ich kann nur sagen, was die Quintessenz ist dabei ist. Wer mit Herz und Blut Unmögliches sinnt, der gewinnt. Altes chinesisches Sprichwort, da halte ich mich auch dran. Der Kopf wird immer mitbehandelt. Ein guter Physiotherapeut oder überhaupt ein Therapeut ist meistens auch ein guter Psychologe. Man muss immer genau überlegen, was man sagt, welche Worte man wählt und wie man die Leute dazu bringt oder die Jugend dazu bringt, dass sie aktiv mitmachen. Jetzt ist die Sache 35 Jahre her. Ich wollte jetzt mal mit dem Zahnarzt Kontakt aufnehmen, den 12-, 14-Jährigen, der heute praktiziert, der müsste jetzt so knapp 47, 50 Jahre alt sein. Ich werde den auch besuchen. Der hat mich wahrscheinlich nicht vergessen, aber wir hatten keinen Kontakt 35 Jahre nicht. Ich möchte gerne mal das Thema ansprechen, wie das nachhaltig alles gewirkt hat und wie sich das Ganze jetzt noch zeigt. Also ich bin selber gespannt und ich werde darüber berichten. Wenn euch das gefallen hat, macht einen Daumen hoch, bewertet uns, folgt uns. Wir liefern noch andere Dinge, die wirklich wahre Geschichten sind. Und tschüss.